Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es die Bookmesse Shopping Queen und wie ihr vielleicht vom letzten Shopping schon kennt, ist Lea dabei. Heute haben wir keine Kamerafrau, aber wir kriegen das mit Sicherheit auch so ganz gut hin. Falls es hier ein bisschen wackelig ist, es liegt an meiner zittrigen Hand. Lea ist nicht schuld. Lea ist die beste Shoppingbegleitung ever. Und jetzt gucken wir mal, ob wir was für Lina finden. Ich bin schon ganz gespannt. Und Lea, meine Bookmesse-Shopping-Queen-Begleitung hier im Buchladen Witwer in Stuttgart, hat gerade hier auch einen Empfehlungstisch gemacht und den zeige ich euch auch gleich noch so ein bisschen vlogmäßig, weil ich das einfach mit euch teilen wollte. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, da ich ein Buch schon online bestellt hatte für 6,99 €, haben wir jetzt noch ein bisschen Budget und müssen noch ein Buch suchen, das zum Thema passt, ein Buch, das auch auf meiner Wunschliste steht. Und ich habe schon was im Auge, mal gucken, ob wir das hier finden. Wir stehen hier vor, sieht man das? Nein. Nein, jetzt, ja. Herzklopfen, mal gucken, ob wir hier was für Lina finden. So, wir waren jetzt im Witwer Thalia in Stuttgart und haben auch was gefunden. Ne? Und jetzt geht's weiter, weil wir müssen noch was suchen, was nach Weihnachten schmeckt oder riecht. Und was auf jeden Fall zur Adventszeit dazugehört. Wir haben schon für beide Sachen was im Kopf. Ich fände ja so einen Tee-Adventskalender richtig cool. Allerdings waren die online überall ausverkauft, aber Lea hat gesagt, sie wüsste, wo es einen gibt und da gucken wir jetzt mal hin. Genau, let's go! Ich würde sagen, das sieht mal schon sehr nach schmeckt und riecht nach Weihnachten aus. Hallo liebe Lisa und hallo liebe Zuschauer von Ruby Red Books. Mein Name ist Lina von Lina Laune Bücher und ich habe das besagte Paket, das Bookmesse Shopping Queen Paket jetzt in den Händen und ich bin so aufgeregt. Ich habe das schon eine Weile hier liegen und nicht nur ich bin aufgeregt, sondern auch die liebe Lisa, die mich schon gefragt hat, wann ich es endlich auspacken kann und ich hatte die Woche so viel Stress und bin leider nicht dazu gekommen. Aber dieses Paket hat mich die ganze Zeit schon von der Seite immer chemisch angegrinst und jetzt bin ich einfach froh, dass ich es auspacken kann. Und das machen wir dann jetzt auch einfach mal zusammen. Dann lasse ich euch mal als erstes reinschauen. Oh, ich sehe schon eine wunderschöne Karte. Ich stelle das Paket jetzt mal hier unten hin und dann packe ich nach Schritt für Schritt aus. Ist auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Karte. Sehr weihnachtlich. Oh, Weihnachten ist schon eine schöne Jahreszeit, oder? Ich lese mal kurz. Oh, total lieb. Also sie betont nochmal, dass sie keine Einpack-Queen ist. Aber ich bin mir sicher, Lisa, dass du das super gemacht hast. Denn alles, was mit Liebe verpackt ist, ist schön verpackt. Das wollte ich jetzt nochmal herausstellen. Und ich stelle jetzt schon mal die Dinge hier so nach und nach hin. Ich hoffe, man kann es dann auch ein bisschen sehen. Und dann nehmen wir erstmal das Papier raus. Ach, gibt es eigentlich irgendeine Reihenfolge? Hat mir da was gesagt? Ich nehme mal als erstes ein Muss zu Weihnachten heraus. Das bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ein Muss zu Weihnachten. Das könnte ja schon zu der entsprechenden Aufgabe passen. Die dritte war das, glaube ich, wo wir gesagt haben, etwas, das an Weihnachten nicht fehlen darf. Es ist nochmal verpackt, um ganz sicher zu gehen. Und jetzt, ich bin so aufgeregt. So. Gucken wir mal, dann seht ihr das jetzt mal als erstes. Ah, natürlich ist da noch ein Klebestreif. Oh ja, Plätzchen backen. Das kann, oh, da wird sich auch mein Mann sehr drüber freuen, denn er liebt es, Plätzchen zu backen. Und vor allen Dingen diese Plätzchen dann auch, zu essen. Also ein Tannenbaum und eine Sternschnuppe. Mega cool, eine sehr schöne Idee, denn diese Förmchen kann man ja logischerweise immer wieder verwenden. Und wir haben tatsächlich noch gar nicht so viele hier. Unsere Kekse sind immer sehr eintönig, was das angeht. Von daher bin ich da sehr happy drüber. Sehr cool. Eine super Idee. Auf das bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Aber gucken wir mal weiter. Als nächstes springt mir das hier entgegen. Schmeckt nach Weihnachten Teil 1. So. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Fühlt sich irgendwie nach einer
Flasche an. Gucken wir mal. Also so eine ganz klassische Milchflasche, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass da was zu trinken ist. Ah, könnte natürlich auch sowas wie eine heiße Schokolade oder sowas sein. Nee, nochmal was anderes. Oh, erkennt ihr es schon? Riech ja mal. Ah, also ich bin jetzt etwas ruppig, aber ich denke, das ist in Ordnung. Haha, ja, cool. Oh. Marshmallow Chocolate Milk Mix. Richtig coole Idee. Ich gönne mir nicht oft eine heiße Schokolade. Und dann auch noch aus so einem ganz klassischen Schulmilchglas. Ich weiß nicht, früher, wie wir in der Grundschule hatten wir auch immer so Schokoladenmilch, die man sich bestellen konnte. Und da hatten wir auch immer so eine Glasflaschen, meine ich, wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere. Richtig cool. Das war eine richtig coole Idee, Lisa. Ich bin hyped. Und die werde ich mir jetzt auch, glaube ich, schon bald mal genehmigen. So, ich habe mal ein bisschen umgebaut, dass hier alles hält. Dann kommen wir zu Schmeckt, riecht nach Weihnachten Teil 2. Das ist auch ein sehr großes, auch relativ schwer. Oh, das Packen ist schon toll, oder? Schaut mal. Cool. Da kommen mir schon die Geweihe entgegen. Wenn das Geweih. Ah, Yum-Choco-Konfetti. Ach, das ist eine Backmischung für Kekse. Das ist ja cool. Ach, wie cool ist das denn? Und auch so süß. Auch so süß einfach in diesem Glas mit diesem... Ich weiß nicht, ob du das jetzt selber noch dazu gebastelt hast, Lisa. Oder ob das schon so fertig war. Ah, mega cool. Da bin ich ja... Dann habe ich ja direkt... Dann kann ich Kekse backen, habe gleich was zum Ausstechen und kann dabei eine heiße Schokolade trinken. Und dann, wisst ihr was, esse ich die Kekse bei einem guten Buch. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Büchern. So, dann schauen wir mal. Und zwar haben wir hier zwei Stück. Einmal ein weihnachtliches bzw. Winterbuch. Und dann ein Buch, das auf meinem Wunschzettel steht. Und jetzt bin ich etwas... Welches packen wir als erstes auf? Ich glaube, ich fange mit dem weihnachtlichen Winterbuch an. Fühlt sich nach einem Hardcover an. Weihnachtliches Winterbuch. Ich habe ja nicht wirklich viele weihnachtliche, winterliche Bücher da. Kommt ja auch immer darauf an, wie man das interpretiert. Ob das dann für einen selber eben so in die Weihnachtszeit gehört oder ob das tatsächlich ein weihnachtliches, winterliches Setting hat. Ne? Und also Lisa, ich muss mal sagen, du hast das wirklich auch gut verpackt. Ich krieg's ja kaum auf. Also so schön sind meine nicht eingepackt. Meine Sachen, meine Bücher. Könnt ihr ja in den anderen Videos noch sehen. So, ich mach's mal zu euch hin, obwohl es glaube ich unten sein dürfte. Habt ihr schon eine Idee? Dann schreibt Lisa mal in die Kommentare. So. Nee, sagt mir jetzt nichts. Maria Lang, die Tragödie auf einem Landfriedhof. Und ein Kriminalroman. Ach, cool. Und das, definitiv, ist das ein weihnachtliches, winterliches Setting. Es spielt offensichtlich in der Winterzeit. Schneeflocken fallen, Kamine prasseln. Im Dörfchen Wesslinge wird Weihnachten gefeiert. Einzig die Leiche im örtlichen Lebensmittelladen stört die Idylle. Der besondere Krimi zur Winterzeit. Eine Wiederentdeckung Maria Lang, die schwedische Agatha Christie. Das passt ja, weil Agatha Christie passt für mich ja voll in die Weihnachtswinterzeit, weil ich die nämlich letztes Jahr, also Weihnachten, Silvester 2020, voll für mich entdeckt habe. Und das ist ja richtig cool. Da freue ich mich wirklich, wirklich sehr, 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 sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Richtig, richtig cool und... Da hast du wirklich einen Glücksgriff. Also mega. Finde ich richtig toll. Stellen wir mal hier zum... Boah, mir fällt bestimmt das gleich alles irgendwie um. So, und dann kommen wir noch zu dem Buch, das auf dem Wunschzettel von Lisa steht. Und ich bin sehr gespannt, was das sein könnte. Das fühlt sich nach einem Taschenbuch an. Und Lisa hat ja wirklich auch einen sehr breiten Lesegeschmack eigentlich. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Was das sein wird. So, fangen wieder so rum an, dass ihr das sehen könnt. Ich hoffe, der Fokus stimmt. So, ich drehe es mal um.
kenne ich an. Ach, wie lustig. Töchter der Hoffnung, die Bodensee-Saga. Und ich sage jetzt auch gleich, warum ich das gerade lustig betitelt habe. Der Auftakt der neuen Saga von Bestseller-Autorin Maria Nicolai so sehnsuchtsvoll und bezaubernd wie die Schokoladenvilla. Und ich habe mir gerade erst in einem Video, das ich mit Sarah von Alice im Bücherland zusammen gemacht, da ging es um eine Buchschnitzeljagd. Und da habe ich mir tatsächlich den ersten Band der Schokoladenvilla gekauft. Und jetzt ist sozusagen die nächste Saga schon eingezogen. Richtig cool. Und dann schauen wir mal, worum es geht. Eine junge Frau mit einem Traum, eine geheimnisvolle Begegnung, die in die Vergangenheit führt. Meersburg 1917, ein romantisches altes Gasthaus am Ufer des Bodensees. Oh, ich liebe den Bodensee. Umgeben von einem blühenden Garten für Helena und ihre Schwestern ist der Lindenhof ein Ort voller idyllischer Kindheitserinnerungen. Doch 3 Jahre Krieg haben ihre Spuren hinterlassen. Die Gästezimmer stehen leer, Vater Gustav ist an der Front und Mutter Elisabeth reagiert mit eiserner Hand. Trotz der schweren Zeit lässt Helena den Traum nicht los, den Ort ihrer Kindheit zu neuem Leben zu erwecken und zu einem Grand Hotel auszubauen. Als ein junger Adliger sich im Lindenhof einmietet, erwacht in ihr neuer Mut, den schönen Fremden umgibt eine faszinierende Aura, aber sein Gesicht trägt tiefe Narben. Während sich die beiden näher kommen, entdecken sie Gemeinsamkeiten, die tief in Helenas Vergangenheit führen. Ach cool, das hört sich richtig, richtig gut an. Und wenn das auch auf deiner Liste steht, liebe Lisa, vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit mal zusammenlesen. Finde ich eine richtig, richtig coole Idee. Also ich freue mich da jetzt auch schon sehr drauf. Wobei ich denke, ich trotzdem mit der Schokoladenvilla jetzt erstmal anfangen werde. Aber Bodensee ist schon mal richtig cool. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber beim Lindenhof muss ich sofort an Hanni und Dani denken. Also sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr. Ein sehr gelungenes Paket, liebe Lisa. Ich bin wirklich very, very happy. Ich bin sehr happy über dieses Paket und die ganzen Geschenke. Und es ist alles so gut durchdacht, liebe Lisa. Und ich finde es so toll. Und ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Weihnachtsfest und genießt jetzt noch die Feiertage, die vor uns stehen und habt vielleicht auch ein paar Tage frei. Ganz lieben Dank an dich, liebe Lisa. Vielen Dank, dass ihr das Video bisher hierher geschaut habt. Und dann wünsche ich euch noch eine ganz, 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 ganz schöne, wohlige Weihnachtszeit. Bis dann. Tschüss.